Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Der große Marktausblick mit Mario Lüdemann. Ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder live dabei sind und natürlich auch, dass Mario wieder die Zeit für uns gefunden hat und für diese Webinarreihe wieder zur Verfügung steht. Vielen Dank dafür, Mario. Und ja, mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und wie immer schauen wir uns zunächst den Risikohinweis an. Denn dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen bitte diese Veranstaltung nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Das ist ganz wichtig. Ja? Okay, dann, lieber Mario, dann übergebe ich sehr gerne den Bildschirm jetzt und wünsche natürlich auch nochmal offiziell einen wunderschönen guten Abend und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Dann würde ich sagen, dann starten wir auch. Wir werden es so machen wie üblich, dass ich erst einmal auf die großen Indizes gehe und dann auch nochmal auf die allgemeine Gemengelage, die wir im Moment ja haben. Es sind ja doch einige Störfaktoren im Moment, die den Markt so ein bisschen daran hindern, in die eine oder andere Richtung auszubrechen. Die einen würden sich freuen, wenn der Markt steigt, die anderen, wenn der Markt fällt. Im Moment macht er weder das eine noch das andere richtig. Warum das so ist, schauen wir uns dann im Detail an. Und wenn ihr dann noch Fragen zu einzelnen Aktien oder zum Trading allgemein habt, dann könnt ihr diese gerne hier stellen. Ich werde dann versuchen, auf alle Fragen einzugehen. Okay, schauen wir zuerst auf den großen Bruder in den USA, auf den S&P 500 Index. Und hier kann man ganz gut sehen, dass wir ja seit Anfang Januar der Markt eigentlich nur eine Richtung kannte. Hier, wenn wir uns das anschauen, von den Hochs zu den Tiefs, ja, ging es hier roundabout 12% bergab. Das ist ein ziemlich schwacher Jahresstart, ist eigentlich sehr ungewöhnlich für den Januar. Also es kommt jetzt nicht ganz aus dem blauen Himmel so heraus. Also warum das so ist, werden wir uns gleich noch anschauen. Aber erstmal einen kurzen Überblick. Aber diese Bewegung war schon sehr krass gewesen. Warum der Markt dann auch so schwach reagiert, gibt es eigentlich mehrere Gründe für. Erstmal natürlich technisch gesehen, wenn wir mal ganz grob schauen, ist der Markt hier ja nach oben gelaufen. Wir brauchen das gar nicht im Detail, weil es eben einen Trendbruch gab. Das sieht man dann auch gleich. Das heißt, dass der Markt hier unter den letzten Tiefs gefallen ist, so bei ungefähr 4.500 Punkte. Spätestens da sollte es eigentlich jedem klar gewesen sein, dass es hier erstmal kein Blumenpott auf der Long-Seite zu holen ist, mal abgesehen von den Störfeuern, die geopolitisch oder auch innerhalb Deutschlands eben gerade da sind. Also das ist erstmal der erste Punkt, wenn wir uns das technisch anschauen, der Markt ist halt nicht gut. Was gut war am Ende, ist dann doch, dass der Markt hier in der 200-Tage-Linie gehalten hat. Das habe ich auch heute schon im Wochenausblick hier für den Screening-Dienst gesagt, dass die 200-Tage-Linie am Ende des Tages gehalten hat. Und das ist halt spannend, weil eben viele mit halten meinen, dass es dann genau an dieser Stelle eben stehen bleibt, also hier bei 4.400 Punkte, sondern es ist damit gemeint, dass der Markt in diesem Bereich erst einmal seinen ersten Boden findet. Das hat hier wirklich perfekt funktioniert. Vor allen Dingen, wenn wir uns anschauen, dass hier, ich mache das nochmal ein bisschen größer, dass hier so eine sogenannte Umkehrkerze entstanden ist, nachdem der Markt hier doch relativ stark nach unten abverkauft wurde. Das konnte man auch schon erahnen, dass hier an diesem Tag es nicht weiter bergab ging. Viele unserer Teilnehmer aus den Masterminds oder aus der Masterclass Trading wissen das, dass wir auf solche Umkehrsignale auch im Vorfeld schon schauen. Es gibt verschiedene Indikationen, anhand dessen man das erkennen kann. Dazu gehören unter anderem der Fear and Greed Index, der sehr breit gefasst ist. Also es ist kein Timing-Indikator, aber da konnte man schon sehen, dass die Angst der Marktteilnehmer schon recht groß war. Die Put-Call-Ratios gehören dazu. Und darüber hinaus dann aber auch, wie viele Marktteilnehmer sind wie positioniert. Also alles Dinge, die man als Trader auf jeden Fall mit auf dem Schirm haben sollte. Von daher war es von da aus relativ einfach abzusehen, dass hier diese Umkehr kam. Die war auch sehr gigantisch, wenn man sich das anschaut. Also vom Tief zum Hoch an dem Tag 4%, das war schon richtig, richtig viel, dass wir dieses Reversal dann hingelegt haben. Wie gesagt, wenn man das nicht gesehen hat, nicht erahnen konnte, dann aber spätestens am Hoch war klar, zwei Tage später, hier muss man einfach zumindest kurzfristig in einen Trade einsteigen, weil das macht am Ende des Tages dann auch Sinn. Wir sind dann hier sehr gut abgeprallt, auch sehr schön dann
entsprechend nach oben gelaufen. Wir haben das Ganze auch mit verschiedensten Trades umgesetzt. Sorry, das muss ich hier gerade nochmal runterholen, weil das natürlich am Ende des Tages auch das ist, was dann natürlich sehr spannend ist, wenn man sich anschaut, was kann man denn da machen. Man muss natürlich als Trader dann auch mit der Zeit dann immer mehr sich Wissen aneignen oder sollte sich Wissen aneignen. Ich selber habe hier, wie viele unserer Kunden auch hier in dieser Phase, natürlich einiges an kurzfristigem Geld mitnehmen können. Mittelfristige Anleger, auch aus den Ausbildungen, haben sich da eher zurückgehalten, was auch Sinn ergibt, weil wir eben schon in einem, ja, in einem Marktumfeld sind, eher Schaukelbörse genannt, runter, rauf. Das ist alles sehr, sehr volatil. Also eher was für Trader, die schon ein bisschen gefestigt sind oder eine marktneutrale Strategie anwenden, so wie wir das im Rahmen unseres Screening-Dienstes auch machen, dass wir long positioniert sind und gleichzeitig short mit etwa den gleichen Summen. Und somit war es eben dann doch möglich, hier in den letzten Tagen auch zweistellige Renditen einzufahren. Ich zeige auch gleich nochmal einen Auszug dazu aus meinem Konto. Wie geht es jetzt weiter im S&P 500? Das ist ja sicherlich die Frage, die vielen unter den Fingernägeln auch brennt. Und es ist eben gar nicht so einfach zu beurteilen. Ich würde immer noch sagen, wir bleiben weiterhin in der marktneutralen Positionierung. Wie gesagt, habe das heute auch schon im Wochenausblick bei uns gesagt. Warum? Weil wir einfach noch keine Aufwärtsdynamik wirklich bekommen haben. Was wir hier gesehen haben, ist eine rein technische Reaktion gewesen auf die 12%, die es hier bergab gegangen ist. Wir sind jetzt auch wieder, wenn wir schauen, hier an den alten Tiefs angekommen. Das heißt, der Markt muss jetzt einfach entscheiden, will ich von hier aus wieder nach oben gehen, dass das Marktumfeld wirklich sich dann deutlich bessert und von hier aus hochgeht, oder testet der Markt hier nochmal diesen Bereich an, wo er hier unten war. Dunkel wird es eigentlich erst, wenn es hier unter die Tiefs geht bei 4.200 Punkte. Was dafür spricht, dass es weiter runter geht, da kommen wir gleich nochmal drauf. Also was sind die Störfaktoren, die überhaupt dafür gesorgt haben, dass wir hier so weit heruntergekommen sind. Wenn wir einen Blick auf den Nasdaq werfen, da fällt auf Anhieb sofort auf, dass er deutlich schwächer ist, dass wir unterhalb der 200-Tage-Linie sind. Also nochmal zum Vergleich, hier sind wir oberhalb und wie gesagt, am Nasdaq sind wir unterhalb. Auch das war abzusehen, diese Bewegung nach unten, weil diese beherrschenden Themen, die wir in den USA haben, sind natürlich auf jeden Fall auf der einen Seite die unfassbar hohe Inflation, die wir in den letzten Jahren so nicht kannten in den USA, 7%. Und das ist ja nur die offizielle Zahl. In Deutschland ist die offizielle Zahl auch nur 5,2%. Aber gefühlt ist sie natürlich viel, viel höher. Ich habe am Wochenende, hatten wir eine große Veranstaltung in Düsseldorf gehabt mit mehr als 300 Teilnehmern. Und da war es wirklich so, dass die meisten sagen, wir haben gefühlt 10% Inflation und mehr. Bleibt natürlich auch nicht aus, wenn man sich mal anschaut. Vor 14 Monaten habe ich noch ein Foto gemacht, dass die Benzinpreise oder Dieselpreis war bei 99 Cent. Letzte Woche habe ich getankt für 1,70. Also es ist schon mal 70% mehr. Ähnlich sieht es eben bei vielen aus, was Strom angeht, was Heizung angeht, auch bei vielen Nahrungsmitteln. Immobilienpreise sind explodiert. Alles Baustoffe, die man haben möchte, entweder gibt es gar nicht. Wir haben für unser neues Produkt das Millionendepot versucht, bestimmte Dinge zu bekommen, die wir den Kunden vorab schicken wollten. Lieferzeiten 4 Monate. Also das hat es früher nie gegeben. Man hat es bestellt und 3 Tage später war es da. Das ist ganz, ganz schwierig geworden. Also darunter leiden einfach die Märkte. Dann noch Corona, was natürlich auch immer noch da ist. Und die Zinserhöhungen, die in den USA anstehen. Also man geht davon aus, dass in diesem Jahr noch 4 Zinserhöhungen anstehen an den Märkten. Mit hoher Wahrscheinlichkeit auch noch eine Zinserhöhung im kommenden Jahr. Das hat zumindest kurzfristig die Aktienmärkte belastet. Wann hätte man klar sein können, wann man eigentlich nicht mehr im Nasdaq engagiert sein sollte? Das war hier schon in dem Bereich, ich gehe das nur mal nach rechts runter, als wir unter die 16.000 gefallen sind, weil wir hatten hier dann den Aufwärtstrend auch gebrochen. Ich zeige jetzt nochmal den letzten Anstieg hier rauf, hier runter, hier rauf und dann ist der Markt halt runtergerutscht. So, und damit war auch da klar, okay, wir sind hier nicht mehr in einem Aufwärtstrend. Das haben wir auch von Anfang an schon zum Ende letzten Jahres gesagt, aber auch Anfang diesen Jahres in den Webinaren. Da ist es ganz wichtig, auch wirklich dran zu bleiben. Das heißt, da wirklich zu schauen, solange der Markt so schwach ist und eben keinen sauberen Trend hat, entweder man hält sich komplett raus, dann kann man kein Geld an der Börse verlieren, oder man positioniert sich aus meiner Sicht eher
neutral. Das heißt Long und Short, so wie wir das eben innerhalb unseres Hauses auch machen, weil dann kann man immer noch eine sehr gute Rendite erzielen. Dann ist man im Regelfall tatsächlich auch auf der sicheren Seite, wenn man denn eine gute Auswahl von Positionen trifft. Gehen wir jetzt eher hoch oder eher runter? Also ich persönlich würde eher davon ausgehen, dass wir weiter zur Schwäche neigen. Das ist gerade, wenn wir auf die großen Titel schauen, die im Nasdaq sind. Die sind doch deutlich volatil, auch sehr schwach, wenn wir uns anschauen, was ist mit Netflix passiert. Google ist doch massiv auch unter Druck. Das hat natürlich am Ende des Tages Auswirkungen auf den Index, weil sie eben sehr, sehr stark gewichtet sind. Also das sind alles Dinge, die sollte man auf jeden Fall als Trader immer im Blick behalten. Also solche Dinge sind einfach dann doch maßgeblich dafür. Das heißt, dass wer hier in den letzten Wochen Geld verloren hat, weil er zu viel auf der Long-Seite vielleicht gehandelt hat, dann ist es eben etwas, was man eigentlich im Vorfeld hätte schon gut sehen können, weil die Anzeichen der Inflation waren ja im letzten Jahr schon da. Sie haben ja im letzten Jahr viele Beiträge auch dazu gebracht, dass auch in Deutschland die Inflation 5%-Marke erreicht hat, dass wir davon ausgehen, dass wir Zinserhöhungen sehen werden. Die amerikanische Notenbank hat das sehr früh signalisiert, dass in diesem Jahr 3 Zinserhöhungen anstehen. Dass es jetzt wahrscheinlich 4 werden, ist ein anderes Thema. Die Europäische Zentralbank hat gesagt, nee, machen wir erstmal nicht. Auch das, glaube ich, werden Sie nicht lange durchhalten, diese Meinung. Also auch da gehe ich davon aus, dass wir in den nächsten Wochen auch da andere Signale von der Zentralbank sehen werden. Obwohl es für Europa deutlich schwieriger ist, Zinserhöhungen durchzubekommen, weil es natürlich viele europäische Länder gibt, für die Zinserhöhungen natürlich ganz, ganz schwierig sind, weil man natürlich mehr für seine eigenen Kredite zurückbezahlen muss. Aber wie gesagt, wenn man sich den Nasdaq anschaut, sieht eigentlich im Moment auf jeden Fall erstmal vieles danach aus, dass wir weiter eher schwach gehen, so wie im S&P eher wir neutral sind. Das würde ich doch eher hier beim Technologietitel eher weiter auf die Schwäche setzen. Das sieht man auch, wenn wir bei uns auf die Watchlist schauen, beziehungsweise auf die Titel, die wir im Moment im Screening-Dienst haben, dass wir da zum Beispiel so eine Aktie wie Facebook auf der Short-Seite haben und auch eine Aktie wie PayPal beispielsweise, mit der wir sehr, sehr weit vorne sind. Also von daher ist das auf jeden Fall wichtig. Wir schauen auch gleich auf eure Fragen und die einzelnen Titel. Ich würde jetzt gerade noch kurz den deutschen Markt einen Blick drauf werfen, weil was sehr witzig ist im deutschen Markt, ist eigentlich das, wir sind auf der einen Seite seit Monaten in so einer typischen Seitwärtsphase. Wenn wir uns das mal anschauen, der Markt, egal ob er das hoch jetzt hier zieht oder hier zieht, es bleibt eigentlich vollkommen egal. Es geht ja vielmehr um die Unterseite, dass wir hier jetzt schon doch oft, wirklich sehr, sehr oft die 14.900 Marke angetestet haben, der Markt hier immer gedreht hat. Und je nachdem, wo die Horizontale hier oben gezogen ist, jetzt ob bei den absoluten Hochs oder auch vorher hier, jedes Mal, als der Markt versucht hat, rauszukommen, war es so, dass der Markt dann anschließend doch sehr, sehr stark abverkauft wurde. Ein typisches Bild, was wir immer wieder sehen, was ich in den letzten 25 Jahren so oft schon gesehen habe, der Markt versucht einen Ausbruch, funktioniert nicht, dann tendiert er nicht seitwärts, sondern geht dann eigentlich massiv auf die andere Seite. Ist auch eigentlich von der technischen Seite her klar, weil viele haben natürlich, ich zeichne da mal die Horizontale, wenn man hier vorher so das Hoch gesehen hat, der Markt läuft hier über diesen Punkt hinweg. Einige Trader nutzen das, um Long-Positionen aufzubauen. Die werden hier unten drunter irgendwo ihre Stops sitzen haben und dann rutscht der Markt natürlich durch. Der Markt versucht es wieder, klappt nicht. Spätestens dann hier sind die Short-Trader dann wieder raus und der Markt rutscht wieder runter. Zurzeit sind wir unterhalb der 200-Tage-Linie. Aber warum ist das so witzig? Weil am Ende ist tatsächlich es so, dass der Markt immer noch einen Aufwärtstrend hat. Und das ist eben etwas, was sehr ungewöhnlich ist. Denn wenn wir uns das anschauen, der Markt ist hier hoch, hat hier den tiefsten Punkt gehabt und hat hier nochmal wieder ein neues Hoch markiert. Das heißt, erst wenn wir hier durch die 14,8 nach unten laufen, ist markttechnisch gesehen der Trend dahin. Handeln würde ich sie aber aus mehreren Gründen nicht. Erstens, wie schon auch in den letzten Monaten immer gesagt, wir befinden uns hier in dieser Seitwärtsbox. Da macht Trading für mich wenig Spaß, weil es eben nicht oft genug zu hohen Trefferquoten führt. Das Zweite, wir sind unter der 200-Tage-Linie. Dritte, unser 6-Phasen-Modell sagt ganz klar, Hände weg aus diesem Markt. So, das heißt, für mich gibt es hier überhaupt gar keinen Grund, derzeit hier großartig Positionen aufzubauen. Sollten wir unter die 14,8 fallen, dann bin ich allerdings sehr schnell im Markt und zwar dann eher auf der Short-Seite.
So, das so zum groben Überblick. Wie gesagt, die geopolitische Lage kommt erschwerend hinzu. Das war Ende letzten Jahres diese Geschichte mit Russland, Belarus und Polen. Jetzt dominiert das Thema Russland und Ukraine, wo man jeden Tag im Prinzip damit rechnen muss, dass da irgendwas passiert. Ich würde hoffen für alle Beteiligten, dass das Ganze friedlich zu Ende geht, dieser ganze Prozess dort. Aber das ist etwas, was Märkte halt nicht mögen. Diese Unsicherheit in den Märkten, das ist etwas, was Aktienmärkte nun gar nicht gebrauchen können, nicht mögen. Und dann ist man eher auf der vorsichtigen Seite. Man sichert sich ab im Optionsbereich. Also es sind halt viele, viele Dinge. Ich habe auch noch mal hier was mitgebracht, was hier schön zu sehen ist. Das ist der VIX-Index. Der ist jetzt bei 23. Hat jetzt gar nichts mit den Strategien zu tun, die wir auch im Volatilitätsbereich nutzen, sondern es war grundsätzlich, lässt sich sagen, unterhalb von 20 bewegen wir uns halt meistens eher in einem positiven Marktumfeld, oberhalb eher in einem nicht so guten Marktumfeld. Das heißt, da ist es halt wirklich schwierig. Wir sind auch nicht so hoch mit der Volatilität, dass man jetzt einfach so auf Short setzen sollte. Da gehören halt auch zwei, drei Faktoren dazu. Man kann eben, das ist immer so ein bisschen die Problematik beim Trading, dass man eben nicht sagen kann, eins und eins ist zwei, weil man braucht halt immer so ein paar einzelne Faktoren, die einem das dann zeigen, dass bestimmte Dinge gut funktionieren oder nicht. Klar ist aber, solange wir hier in diesem Bereich sind, werde ich mich eher neutral positionieren. Das passte auch in den letzten Wochen sehr gut, weil ich ja am Ende November mich aus dem aktiven Handel wie jedes Jahr erstmal zurückziehe, komme dann erst Ende Januar, Anfang Februar wieder zurück. Das ist auch jetzt dieses Jahr der Fall. War eine ganze Zeit lang in Dubai gewesen, in Spanien, und jetzt geht es eigentlich so nächste Woche wieder richtig los, und es passt dann eigentlich auch zum Markt. Es sei denn, wir würden jetzt morgen oder übermorgen jetzt hier unter die 14,8 rutschen, dann würde ich natürlich auch sofort wieder einsteigen in den aktiven Handel. Aber ansonsten lasse ich solche Phasen gerne auch einfach an mir vorbeiziehen. Das ist übrigens eines der größten Learnings der letzten 20, 25 Jahre gewesen, immer nur dann sehr aktiv zu sein, wenn wirklich die Marktphasen sehr, sehr einfach sind. Ansonsten, wie gesagt, bin ich hier zurzeit eher marktneutral positioniert, was für mich auch vollkommen ausreichend ist, denn ich muss nicht unbedingt immer bei allem dabei sein. Ich glaube, das ist auch, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge, dass man für sich erkennt. Man kann immer alles machen, aber man muss auch nicht zu jeder Zeit aktiv im Markt sein. Ich glaube, das ist auch etwas, was ganz, ganz wichtig ist, dass man da einfach auch für sich mal so ein bisschen Ruhe in das Ganze auch bekommt. Denn was nützt es zu handeln, wenn man merkt, es ist eigentlich gar kein gutes Umfeld? Wobei, wie gesagt, man kann in diesem Marktumfeld sehr gute Renditen machen. Wir hatten jetzt noch am Wochenende eine Seminarteilnehmerin bei uns, die auch alle Ausbildungen bei uns gemacht hat, die Silvia, die sowohl mit Investment angefangen hat, die auch Namensgeberin am Ende des Tages dann für unser neues Projekt Dein Millionendepot damals war, als auch als Trader, auch Intraday. Und die hat dann auch schön erzählt, dass er genau wie auch in meinem Depot Anfang des Jahres erstmal eine Woche es nicht so gut lief. Man kann auch sagen, bei ihr lief es gar nicht gut. Also ist richtig ins Minus gelaufen, nachdem sie im letzten Jahr mehr als 50%, sogar mehr als 60% Performance hatte und hat jetzt in den letzten 30 Tagen tatsächlich 30% gemacht. Was irre war, das hat sie auch schön erklärt, wieso, weshalb, warum das so war. Und auch selber zeige hier gerade den Ausschnitt, kennt ihr wahrscheinlich auch aus dem Konto. Dann sieht man auch ganz gut, dass auch bei mir eine Phase war, die super angelaufen ist in den letzten 10 Tagen, dann seitwärts und dann nochmal der Schritt nach oben. Und warum das so ist, auch sehr, sehr einfach zu erklären, weil wir natürlich zum Teil Aktien eben haben, die sehr, sehr stark waren, beziehungsweise die entgegengesetzt unterwegs waren. Möchte euch hier kurz mitnehmen. Hier PayPal zum Beispiel ist eine Aktie, die wir hier auf dem Weg nach oben short mitbekommen haben, nachdem es hier zum Ausbruch nach unten gekommen ist. Das heißt also, wir setzen wirklich sehr massiv darauf, wenn Aktien sehr schwach sind, dann wollen wir diese natürlich auch haben im Portfolio, und zwar short. Und dass wir natürlich auf der anderen Seite die Aktien, die jetzt besonders stark sind, so wie hier, die dann entsprechend long nehmen. Und das ist dann am Ende des Tages dann eine marktneutrale Positionierung, die in solchen
einer Gemengelage aus meiner Sicht zumindest die einzig profitable Weg ist, es sei denn, man tradet jetzt sehr kurzfristig, also intraday, was sicherlich auch viele von euch machen, dann ergeben sich natürlich jeden Tag ganz, ganz viele Chancen oder man tradet News. Nur im Moment, wie gesagt, wenn ich nicht jeden Tag am Handelsdesk sitze, sondern eher es ruhiger angehen lasse, so wie ich das auch im August mache, dass ich immer nur eine Stunde am Tag arbeite, dann bin ich eben viel, viel mehr in solchen Positionen, die auf Stunde oder fast auch immer noch mehr im Tageschart unterwegs bin. Und da sieht man auch, man kann auch in diesen Zeiteinheiten einfach perfekte Rahmenbedingungen finden, um da einfach sehr gute Performances am Ende des Tages zu bekommen. Klar, bei so Trades wie PayPal gehört auch ein bisschen Glück mit dazu. Aber wie gesagt, wenn man viele, viele Trades macht, dann gehört auch Glück immer mit dazu und ist auch was vollkommen Normales, was dann eben auch mit dazu kommt. Wenn man natürlich nur 10 Trades im Quartal hat, dann hat man das eher seltener, aber das wisst ihr selber. Und dann kommt natürlich auch der Erfahrungsfaktor mit dazu. Also es sind halt viele Dinge, die dafür sorgen, dass man in die eine oder andere Richtung läuft. So, dann schaue ich einfach mal erst auf die Fragen und dann komme ich auf die einzelnen Aktien. Markus fragt, wann ist die Korrektur beendet, wenn das Hoch beim S&P 500 herausgenommen wird? Schauen wir gerade erstmal auf den S&P 500 nochmal. Wenn wir hier die neuen Hochs machen, dann ganz klar, dann werden wir natürlich alle sagen, hier wird wieder alles gut sein, ganz außer Frage. Ich werde auf jeden Fall nicht viel früher in diesem Markt aktiv werden, zumindest nicht, dass ich auf die Long-Seite großartig wechseln werde, Markus, weil das aus meiner Sicht im Moment viel, viel zu früh ist. Es ist viel zu viel Porzellan zerschlagen worden, als dass ich glaube, dass wir hier Trades, die ich eine Woche oder zwei Wochen im Depot haben möchte, vorher einsteigen werde. Es sei denn, es ändern sich jetzt irgendwelche Rahmenbedingungen, zum Beispiel, dass Russland morgen sagt, wir ziehen unsere ganzen Truppen ab, dann würde der Markt auch sehr schnell darauf reagieren und dann würden wir halt sehr schnell auch eine starke Bewegung nach oben sehen. Das ist ja jetzt eines der Punkte oder die Inflation in den USA wird jetzt relativ schnell unter 5% fallen. Das wären jetzt so solche Punkte, wo man sagt, da kann man dann auch sehr schnell reingehen, da muss man jetzt nicht drauf warten, dass es hochgeht. Aber ansonsten wäre ich jetzt persönlich erstmal sehr vorsichtig, deswegen positioniere ich mich halt erstmal neutral. So, handelst du in diesem Fall den S&P 500 selbst oder eher Aktien aus dem S&P 500? Ja, gute Frage, Hans. Also ich handle tatsächlich fast zu, also ich sage 95%, nagel mich nicht jetzt fest auf den Prozent, aber tatsächlich nur Einzelaktien. Also die Indizes handle ich eigentlich dann immer so, ich schätze, die Frage bezieht sich auch hierauf, hier nach so einer Umkehrkerze. Dann wird der erste Trade fast immer im Index stattfinden. Eigentlich ist dieser Trade auch nicht hier drüber stattgefunden, sondern ich habe den Trade eröffnet an dem Montagabend, ich glaube ziemlich genau um 19.15 Uhr, 19.30 Uhr war es gewesen, weil man dort sehen konnte, dass die Volatilität doch merklich nachgelassen hat. Und da kommen natürlich solche Dinge wie Turnaround Tuesday und solche Dinge eben dann ins Spiel, dass dann eben sehr, sehr häufig dann auch der Markt dreht. Und diese Dinge bringe ich dann halt zusammen. Das funktioniert auch nicht jedes Mal. Darum geht es auch am Ende des Tages gar nicht als Trader. Wichtig ist, dass solche Ideen halt in mehr als 50% der Fälle passen und dass der durchschnittliche Gewinn größer ist als der durchschnittliche Verlust. Das ist das, was ich in über 60.000 Trades immer wieder gelernt habe. Ich kenne Trader, die haben nur 40% Trefferquote und sind trotzdem erfolgreich. Ich kenne auch Trader, die haben 55% Trefferquote und sind nicht erfolgreich. Deswegen kann man das nicht unbedingt immer an der Trefferquote festmachen. Das hängt halt immer daran, wie viel Gewinn lasse ich am Ende des Tages auch zu, kann ich auch mal so Aktien wie jetzt bei PayPal einfach auch laufen lassen. So, und das ist, glaube ich, auch die nächste Frage, die dann von dir kommt, ob wir nochmal auf den PayPal-Trade gehen können. Klar, können wir auch nochmal kurz drauf gucken, wenn wir bei PayPal sind. PayPal war hier ja schon sehr lange in einer Abwärtsbewegung gewesen. Wir haben ja auch im Rahmen des Screening-Dienstes gesagt, wir werden uns komplett neutral positionieren. Also entweder handle ich dann gar nicht oder eben long-short mit den gleichen Summen. Und als dann hier diese Bewegung unter das Doppeltief gefallen ist, war eigentlich ziemlich klar gewesen, dass hier jetzt Druck auf der Unterseite entsteht. So, und dann sieht man halt hier, dass der Markt hier heruntergekommen ist, hier hochgelaufen ist und dann gab es ja mehrere Möglichkeiten. Entweder, weil man schon sehr früh reingekommen ist, hat man hier den Ausbruch nach unten getradet oder eben hier, wie wir mit dem
Rücklauf. Klar, ist dann am Ende des Tages dann auch gut gelaufen. Logisch, weil diese Bewegung hier natürlich dann auch sehr, sehr stark war. Von 170 runter auf 130, jetzt sogar auf 123. Aber eben das gehört halt zum Trading am Ende des Tages eben mit dazu. Also es gibt eben viele Dinge, auf die man hier eben achten kann, achten sollte. Gut. Würdest du im TechDAX Short gehen? Im Moment bin ich, Fabian, eigentlich gar nicht im TechDAX unterwegs, weil ich, wenn dann überhaupt in einzelnen Aktien, wenn ich das machen würde. Im Moment ist es aber so, dass es mir, dass ich gar nicht den TechDAX auf dem Plan habe. Deswegen kann ich da nicht zu sagen, es sei denn, du hast jetzt mal eine einzelne Aktie, wo du sagst. Aber grundsätzlich in den Indizes bin ich eigentlich derzeit fast gar nicht unterwegs. Wie gesagt, also ich glaube, dass das Index-Trading vielleicht 2 bis 3% im Jahr ausmacht, mehr auf gar keinen Fall. Okay, dann würde ich mal schauen, was haben wir da. Würdest du auf Tagesbasis auch Aktien CFDs handeln oder wegen der Swap-Gebühren über Nacht nicht vorteilhaft? Also ich finde, also gerade wenn man ein nicht so großes Konto hat und ich sage mal so alles unter 25.000, 30.000, finde ich, ist der CFD-Bereich eine super Alternative im Handel. Man kann das auch bis 50.000, finde ich, ziemlich gut auch mit CFDs machen. Es geht bestimmt auch drüber gut. Ich persönlich würde es dann irgendwann eben direkt mit den Aktien machen. Und die Gebühren, die man über Nacht bezahlt, ehrlich, wenn man diese Gebühren nicht reinbekommt, ich meine, wir reden, jetzt muss ich mich verbessern, wenn es falsch ist, aber die Gebühren sind sicherlich keine 5% im Jahr. Und wir halten ja so eine Position im Regelfall ein paar Tage. Das heißt, wir reden hier im Regelfall von ein paar Cent bis vielleicht eine Handvoll Euros, wenn man so eine Position mal mitnimmt. Das würde mir persönlich überhaupt keine Bauchschmerzen bereiten, gerade wenn ich eben wenig Geld habe. Dadurch kann ich ja diese Hebelfunktion ein bisschen für mich nutzen. Also deswegen würde ich mir da überhaupt gar keine Gedanken machen zu diesem Thema. Oh, Uwe, schön, ich grüße dich, Uwe. Grüße aus Teneriffa. Ja, da geht es dir besser als mir. Ich wollte ja gern Fuerteventura im Januar, aber wie gesagt, so viele Termine hat nicht geklappt. Aber ich werde versuchen, das in den nächsten Wochen nachzuholen. Dann nochmal in den Süden. Wie gesagt, ich war jetzt letzte Woche noch in Spanien. Das war gut, aber leider auch beruflich, was auch Spaß gemacht hat. Aber dann hat man wenigstens 3-4 Tage ein wenig Sonne gesehen. So, dann die Frage zur Aktie AXP. Da kommen wir auch gerne drauf. American Express steht an den Hochs, was ich sehr, sehr gut finde. Wäre also auch eine Aktie, wo ich sagen würde, gefällt mir gerade, wenn sie durch das Hoch auch durchgeht. Gerade für eine marktneutrale Strategie finde ich das total spannend, weil eben die Finanzwerte eben doch massiv von der jetzigen Situation profitieren, also Zinserhöhungsfantasie. Und deswegen finde ich das auch cool. Ich habe auch gerade am Donnerstag, als ich nach Düsseldorf gefahren bin, meine American Express Karte bekommen, weil die bieten einfach so auch so ein tolles Rahmenprogramm am Ende des Tages an. Ich habe irgendwie 150.000 Meilen gutgeschrieben bekommen da für die Beantragung. Und ich war jetzt gerade, als ich in Dubai war, habe ich auch gesehen, wie toll das ist, dann tatsächlich auch First Class zu fliegen. Und dann macht das mit diesen Meilen halt auch extrem viel Sinn. Aber man muss am Ende des Tages natürlich auch Umsatz mit so einer Karte generieren, damit man überhaupt diese Punkte dann bekommt. Aber wie gesagt, Finanzwerte sind im Moment einfach gefragt, auch da. Das bringt einfach die Situation. Und das sollte man als Trader eben auch immer auf dem Schirm haben. Also nicht nur immer auf den Chart schauen, sondern sich versuchen, mit der Zeit einfach auch ein gewisses Wissen anzueignen, wie zum Beispiel das jetzt von der jetzigen Marktphase eben in erster Linie oder in, ja, viel die Finanzwerte profitieren, weil ist doch klar, das sind nicht nur Banken oder Kreditkartengesellschaften, die davon profitieren, es sind natürlich auch Versicherer. Ich sag mal, gutes Beispiel ist da die ALV, Allianzversicherung, wo ich auch große Positionen von halte,
Warum? Weil die Aktie halt sehr, sehr stark ist, eben auch massivst davon profitiert von diesen Zinsanhebungsfantasien, weil, müsst ihr euch vorstellen, der Garantiezins ist jetzt gerade gesenkt worden zum 1. Januar für Lebensversicherung, Rentenversicherung auf 0,25%. Wenn jetzt der Zinssatz hochgeht, dann profitieren die natürlich massivst davon, weil sie ihren Kunden ja nur ein Viertelprozent zumindest erstmal von der gesetzlichen Seite geben müssen. Natürlich, wenn die Überschüsse auch bezahlen, ist schon klar, wenn sie das haben, aber die profitieren natürlich massivst davon, wenn die Zinsen ansteigen. Zudem haben die kaum noch Risiken auf der anderen Seite, denn Lebensversicherer und dazu zähle ich natürlich auch die Rentenversicherungsbereichs dazu. Bei der Allianz zum Beispiel ist es so, dass man sich bei Vertragsabschluss, dass man einmal weiß, dass man Garantiezins von einem Viertelprozent bekommt und auf der anderen Seite darf man sich auch noch entscheiden, ob man am Laufzeitende nach 12, 20, 30 Jahren 90 oder 80% oder sogar 70% der eingezahlten Beiträge garantiert zurückhaben bekommt. Also nicht 100%, sondern 90, 80 oder 70. Also, ne, das ist ja schon irre. Wenn ihr 100.000 Euro über die Jahre einzahlt, dann wird da garantiert, dass ihr euch aussuchen dürft, ob ihr 70, 80 oder 90.000 wieder zurückhaben wollt. Davon ist abhängig, wie hoch nachher die Überschüsse sind. Also, wer größere Summen hat und das dann noch macht, sollte sich das wirklich überlegen bei dem Zinssatz, ob das wirklich so viel Sinn ergibt. Ist auch ein Grund sicherlich dafür, warum gerade unsere Investmentausbildungen im Moment extremst gut laufen, weil das natürlich total unsinnig ist, ne? Das muss ja jedem klar sein. Also bei 0,25%, wir haben alleine Verwahrgeld von einem halben Prozent, Inflation von 5, 6, 7%. Also da solltet ihr auf jeden Fall auch andere Dinge im Blick haben. So, COP von Sascha gefragt, wie sieht das aus? Ja, auch eine Aktie, finde ich total super, würde ich auch gerne im Portfolio auf der Long-Seite haben. Wie gesagt, immer gerne in Kombination starke Long zu schwachen Shorts, denn wenn der Markt nach unten wegrauscht, dann wird auch irgendwann natürlich auch hier es immer mal zu kurzen Zucken kommen in diesem Markt und deswegen bin ich halt gerne auf dieser Seite positioniert, weil habt ihr ja gesehen, also vom Ergebnis lohnt sich das auf jeden Fall, sich das so anzuschauen. Wenn man drinne ist, würde ich die Aktie auch auf jeden Fall weiterlaufen lassen. Wenn man nicht drinne ist in der Aktie, würde ich tatsächlich schauen, ob man hier, wenn die Aktie nochmal so einen Rücksetzer von 2 bis 3 $ hat, dann versuchen, in diesen Trade hineinzukommen. Also das wäre so meine Herangehensweise, Stop hier dann unter die Tiefs. So, RTX. Also da sieht man, die Aktie ist auch sehr, sehr lange ähnlich wie der DAX seitwärts gelaufen. Im Prinzip ist hier so ein ähnliches Bild, dass man hier, so, machen wir es mal so, dann kann man es besser sehen. Also die Aktie hat hier auf der Unterseite auch mehrfach aufgesetzt. Hier bei ungefähr 80, knapp unter 80. Auf der Oberseite eben war erst hier das Hoch bei 90. Dann hat sich das ein bisschen nach oben geschoben auf 92. Aber danach ist die Aktie auch jedes Mal erstmal stark abverkauft worden. Jetzt hat sie endlich den Sprung geschafft über diese Marke. Gerade das muss man halt auch mal im direkten Vergleich zum Index sehen. Das heißt, der Index ist hier unten an der 200-Tage-Linie, wenn die Aktie neue Hochs gemacht hat. Das spricht auf jeden Fall für eine super Aktie, die super stark unterwegs ist. Wenn man drinne ist, ist es perfekt. Wenn nicht, würde ich auch hier auf einen kleinen Rücksetzer eben warten. Weißt du ja auch, wie du da einsteigen kannst, dann würde ich das auf jeden Fall auch als sehr positiv sehen bei dieser Aktie. So, Andreas fragt nach WDC. Western Digital. So, und ihr seht ja, das ist so auch so eine typische Aktie, die erst hier oben sich totgelaufen hat. Zeichne das auch nochmal kurz ein. So, also das ist so ähnlich wie bei vielen Bereichen, die wir vorhin auch gesehen haben beim DAX oder auch vorhin bei der einen Aktie. Die Aktie läuft hier einfach immer seitwärts. Als das nicht funktioniert hat, geht der Markt halt auf die Unterseite. Hier finde ich Short-Kandidat,
ist die Frage, ist mir persönlich gerade noch zu früh, ist aber, wie gesagt, wie bei allem ja immer Geschmackssache. Warum ist mir das hier noch zu früh? Weil, wenn ich mir das hier anschaue, hier war das alte Tief, hier ist das Tief, was davor war, wenn ich das hier rüberziehe, habe ich halt hier in diesem Bereich doch einen relativ massive Unterstützungsbereich zwischen 48 und $50. Sowas möchte ich persönlich immer eher gerne sehen, dass das nach unten durchbrochen wird, bevor ich mich hier auf die Short-Seite setze, weil hier konnte man schon 20, 30% mitnehmen auf dem Weg nach unten. Nicht, dass ich hier oben Short gegangen wäre, aber das ist ja die Bewegung, die jetzt hier stattgefunden hat, vom Hoch zum Tief. Wenn wir uns das hier anschauen, na, das ist das Falsche. Den wollte ich haben, vom Hoch zum Tief hier gut zu sehen, ungefähr 30%. Da muss ich jetzt nicht aufspringen, um dann hier kurz vor der Unterstützung zu agieren. Das wäre mir persönlich jetzt zu spannend. Ist auch das, was wir ja immer in den Ausführungen sagen, da müsst ihr immer darauf achten, Widerstände, Unterstützung, damit solche Sachen passen. Aber wenn das fällt, dann glaube ich, kann man hier auch sicherlich einen guten Short positionieren. So, DME. Finde ich auch total spannend, weil ich bin in GameStop ja auch Short, haben wir ja auch ein Video zugemacht zu GameStop, warum es so viel Sinn macht, hier sich rauszuhalten aus der Aktie beziehungsweise auf die Short-Seite zu wechseln, als wir hier die Tiefs durchbrochen haben. Da macht es einfach Sinn. Ich habe dann die erste Teilposition bei 100 geschlossen. Klar, runde Marken, da hält man sich halt gerne dann auch raus aus solchen Positionen, ganz klar. Jetzt bin ich allerdings schon wieder dabei, hier dann zu schauen, nachdem es hier zu dieser Umkehrkerze, beziehungsweise das ist ein Doji, aber diese Kombination, wenn man sich die anschaut, hat dann wieder eingeladen, dann hier unter dem Tief dann wieder einen neuen Short aufzumachen. Der ist jetzt auch noch gar nicht im Plus, der neue Trade. Da muss man einfach mal abwarten, was da jetzt passiert. Aber so im Groben kann man hier ganz klar sagen, die Aktie aus meiner Sicht auf jeden Fall erstmal wird die weiterhin auf der Short-Seite sicherlich gespielt werden, vor allen Dingen, wenn der Markt wieder zur Schwäche neigen wird. So, wenn ihr Aktien habt, wie gesagt, immer bitte gerne das Kürzel rein, weil es immer sonst dauert das einfach immer sehr lange. AL, Air Liquid. Da geht es nämlich schon los. Da haben wir hier nicht. Eine französische Aktie. Ja, daran liegt es wahrscheinlich. Die Daten haben wir wahrscheinlich nicht im Abo. Kann ich leider dann nichts zu sagen. Dann haben wir MCHP. So, und da sieht man auch, dass es das eigentlich eine Aktie ist, die man so erstmal nicht im Portfolio haben möchte, aber wenn die Aktie natürlich nach unten wegbricht und das ist das, was du ja auch schreibst, Short unter 69,50, wäre mir persönlich noch zu früh, unter 69,50 die Aktie Short zu nehmen, weil auch hier wieder dieser massive Unterstützungsbereich ist. Ich bin immer eher ein Freund davon, tatsächlich zu warten, bis Aktien eine deutliche Schwäche aufzeigen, also nicht an diesen entsprechenden Unterstützungsmarken hängen, sondern wirklich erst ein ganzes Stück tiefer dann entsprechend die Position aufzumachen. So, Target. So ist auch die Frage, ob es die jetzt ist, aber wir probieren es einfach mal. Ja, die war es Target damit. ist TGT. TBT? Theodor Gustav Theodor. Ja, das ist ja auch gut, dann haben wir es auch. So, ja, also hier ist schon mal ziemlich klar, hier ja nach diesem Doppelhoch, starker Abverkauf, runtergelaufen, 200-Tage-Linie von oben, also von unten angegriffen, konnte es nicht halten, runter. Also das ist für mich auch einer der Aktien, die ich eher auf der Short-Seite tatsächlich dann nehmen würde, weil wenn man sagt, man möchte sich mal neutral positionieren, dann wäre das tatsächlich eine Aktie, wo ich sagen würde, jo, da möchte ich dann gerne Short gehen. So, CSV.
Ist mir für einen Long zu weit runtergekommen, also für einen kurzfristigen Long war hier nach der Umkehrkerze, sieht man ja schon, ist auch wirklich nur ein, zwei Tage hochgelaufen, ist mir dann für einen kurzen Trade ja, aber jetzt nicht, um den Trade jetzt über 2, 3, 4 Tage zu halten. Jetzt hat es hier ein Doppeltief gegeben, trotzdem ist es keine Aktie, die ich persönlich jetzt auf der Long-Seite entsprechend anfassen würde, weil sie eben gegen alle Regeln verstößt, die ich so für meinen Handel habe. Short auch nicht, weil dafür ist die Aktie noch zu stark. Und für Long ist es mir zu früh. Also dafür gibt es deutlich, deutlich bessere Aktien. Okay, Der AI. Teilnehmer meinte CVS. Ah, CVS. Okay, dann habe ich es. Achso. Nee, nee, du hast schon richtig gesehen, der war nur falsch mich Okay, gefragt. ja. Okay. Andere Aktie. Genau. CVS sieht nach typisch Long-Kandidat aus, ist hier auch schön nach oben gelaufen. Hier gab es mal einmal eine Stelle, die nicht so schön war, ist aber nicht so schlimm, weil wir ein neues Hoch hier gemacht haben, Korrekturen, wieder neues Hoch gemacht, ist also am Hoch, würde auch dann eher zu den Kandidaten dann eben entsprechend gehören, wo ich sagen würde, jo, wenn die neue Hochs dann macht, wo ich dann auch sehr gerne dann gerne mit drinne wäre. Screenst du nochmal, screenst du für Long-Aktien und für Short-Aktien gemäß des Sechs-Phasen-Modells? Fragt Jan, ja, das mache ich tatsächlich. Wie gesagt, es ist eben kein Long-Markt und es ist eben auch gerade kein Short-Markt. Deswegen würde ich eben weder auf der Long-Seite agieren wollen, noch auf der Short-Seite mit 100% meines Geldes reingehen. Was ich mache, ist eben mit einem Teil des Geldes zurzeit, also meine Investitionsquote liegt im Moment etwa bei 40%, mit 20% etwa Long und mit 20% etwa Short, weil wir eben entsprechend neutral positioniert sind. Das ist, glaube ich, eins der wichtigsten Dinge, dass man da wirklich so ein bisschen drauf achtet, dass man sich entweder raushält, wenn man weiß, wie man dieses System halt für sich nutzen kann, weil dann ist man jetzt zwar Zuschauer, hat jetzt auch in der Zeit jetzt nichts verdient, aber eben auch nichts verloren. Und das ist in solchen Phasen eigentlich schon sehr, sehr gut, wenn man nichts verliert. Wie gesagt, wir hatten jetzt mit einigen Tradern auch in den letzten Wochen immer mal wieder Kontakt gehabt, die in der Jahresausbildung bei uns sind. Und die, die sich dran gehalten haben, fühlen sich im Moment pudelwohl. Und die anderen nutzen halt dann tatsächlich so diese neutralen Ansatzpunkt mit den Aktien, die wirklich besonders stark und besonders schwach sind, weil wir wollen natürlich genau solche Aktien halt auch short haben, wie gerade vorgestellt, wie PayPal beispielsweise, weil das sind ja genau die Aktien, die wir jetzt gerade brauchen. Weiter oben ist noch eine Aktie, Mario. MCK, Mater Cäsar, MCK. Ah, Kaufmann. ich habe vorhin auf Uwe reagiert, aber eben die Aktie nicht gesehen. Sorry, Uwe. Deswegen war es auch in einer anderen Farbe markiert. Ja, Uwe, da merkt man einfach, du weißt, wovon du sprichst. Das ist genau das, was wir eben suchen, ne? Also, das sind genau die Aktien, die ich dann am Ende des Tages dann auch auf der Long-Seite haben möchte. Denn die Aktie ist eben sehr, sehr stark. Wie gesagt, immer schaut euch dazu den Vergleichsindex an. Das ist das, was wir auch extremst viel machen, dass wir uns immer anschauen, wie sieht der Index aus, wie sehen die einzelnen Aktien aus, welche Werte sehen eben besser aus als der Vergleichsindex und die möchte ich dann entsprechend eben auf der Long-Seite eben haben, beziehungsweise die, die dann eben deutlich, deutlich schwächer sind, die will ich halt auf der Short-Seite haben. Wie gesagt, solche Aktien wie Facebook und PayPal gehören da jetzt gerade zu, wobei in Facebook wir noch nicht short drinnen sind. Da versuchen wir noch in einen Trade hineinzukommen. Aber in PayPal, da darf man einfach auch short drin sein. So, VRTX ist auch eine Aktie, die wir in den letzten Jahren öfter mal auch gehandelt haben. VRTX. Gilt im Prinzip dasselbe für wie für die Aktie von MCK. Die Aktie ist sehr stark, hat noch in der letzten Woche neue Hochs gemacht und ist jetzt im Korrekturmodus. Also genau das, was wir eigentlich suchen. Aktien, die sehr stark sind, dann korrigieren, um hier
dann entsprechend mit den unterschiedlichsten Handelssetups dann in den Markt hineinzukommen. Also ich sehe also viele, die auch die Ausbildung schon gemacht haben bei uns, ihr seid im Screening-Prozess so stark, dass wirklich da beim Aussuchen es gar nicht so das große Problem häufig ist. Das ist auch das, was wir ja auch immer in den Gesprächen ja auch hören. Manchmal ist es das, wann setze ich welches Setup ein, aber gar nicht mal, weil man es nicht genau weiß, sondern eben häufig eben die Problematik der Marktlage da ist. Sorry, ich muss mal gerade husten. So, bin wieder am Start. Also am Ende ist es wirklich so dieses Zusammenspiel, was man eben braucht, ne? Also wirklich zu schauen, wie sieht der Gesamtmarkt aus, wie ist das große Bild, dann eben das Ganze mit der Morgenroutine zu verbinden, also wirklich zu schauen, wie sieht es auf den anderen Märkten dieser Welt aus. Und dann von da aus dann einfach doch sehr schnell dann zu sagen, okay, ich bin jetzt eher in einem Longmarkt, ich bin eher in einem Shortmarkt oder ich bin in einem Markt, der eben eigentlich nicht wirklich für mittelfristige oder langfristige Trades geeignet ist. Wobei investieren dann schon wieder eine andere Geschichte ist, denn als Investor bieten sich natürlich schon starke Kursrückgänge in guten Aktien an, aber es ist ja ein anderes Thema, investieren als Trading. Aber in diesen Marktphasen würde ich eher sagen, neutral positioniert ist man eigentlich sehr, sehr gut aufgehoben. So, Fragen sind im Moment keine da. Also wenn ihr noch welche habt, dann schreibt sie gerne in den Chat. Da gehe ich gerne noch drauf ein. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ansonsten für alle die, die es interessiert, wir haben in 10 Tagen nochmal ein Webinar zum Thema Trading und Investment. Kennt der eine oder andere von euch auch schon? Das ist Rendite Unlimited. Ich rufe es in der Zwischenzeit gerade auf, dann kann ich gleich nochmal zu euren Fragen kommen. Findet ihr auch auf meiner Webseite, Mario Lüdemann. Da können wir gleich auf Webseite gehen. So, wenn ihr hier auf Beginner geht, dann könnt ihr euch kostenfrei anmelden. 19. und 20. Februar, am 19. sprechen wir dann über das Thema Investment morgens von 9.30 Uhr bis ca. 13 Uhr und dann am Sonntag gleiche Zeit dann zum Thema Trading, normalerweise 29,95 für euch, wenn ihr den Rabattcode RU100 mit nutzt. Ich schreibe ihn hier auch nochmal rein, dann RU100, dann könnt ihr auch kostenfrei teilnehmen, wenn ihr euch für das Thema Trading in der Tiefe interessiert, vielleicht auch zum Thema News Trading und solche Sachen, da werden wir dann ganz viel machen. Okay, jetzt kommen noch weitere Fragen rein, dann gehen wir auch darauf jetzt wieder ein. So, das haben wir einmal AI. Warte, bevor du das Symbol wechselst, weil zu VRTX, da kam noch eine Frage rein. Okay, dann da unten. Wann würdest du bei VRTX einsteigen? Ja, es gibt halt mehrere Möglichkeiten. Also ich würde halt versuchen, entweder im Rücklauf tatsächlich diese Aktie zu nehmen, wenn sie halt hier nach unten wegläuft. Ich sag mal hier so in diese Zone hinein. Das finde ich schon ziemlich spannend. Besser ein Horizontalstift, also hier in diesem Bereich finde ich schon ganz gut, mit dem Rücklauf das Ganze entsprechend zu machen oder eben über den Hochs. Auch das wäre eine gute Möglichkeit, dann entsprechend Positionen aufzubauen. So, AI und UBS. AI hatten wir eben, das hatten war die französische schon. Aktie. Ja, genau. Und dann haben wir UBS. Perfekt. Ja, im Prinzip auch dasselbe Bild. Sieht man einfach, dass der Finanzsektor eben super, super stark ist. Das hatten wir ja schon nach der Zentralbanksitzung in den USA auch sofort kommentiert bei uns im Newsletter und auch in den einzelnen Videos, dass wir eben dann jetzt extremst in diesem Bereich davon profitieren werden, also im Finanzbereich. Und das sieht man ja auch bei der Aktie hier. Die Aktie hat sich dann auch hier recht gut entwickelt, ist sofort 10% dann auch angestiegen. Also von daher ist das wirklich extremst wichtig, hier auch da wirklich auch Nachrichten zu lesen. Also all diese Dinge, die wir auch oft ja in den verschiedenen Seminaren besprechen, da wirklich auch einen Blick drauf zu haben, weil ihr holt euch einfach einen extremen Vorteil
gegenüber dem Gesamtmarkt, wenn ihr eben auf solche Situationen zusätzlich achtet. Na klar, man kann einfach nur auf den Chart schauen. Es gibt ja auch die Argumentation, im Chart ist alles drin. Da bin ich auch dabei, dass viele Sachen drin sind, eben nicht alles. Und deswegen gehört aus meiner Sicht eben ganz, ganz viel eben auch nebenbei dazu, damit wir ein richtiges Bild bekommen und dass man nicht nur einzelne Bausteine sich anschaut. Denn wenn man einfach weiß, wie diese Dinge zusammengehören, dann kann man einfach davon profitieren, dass man sehr, sehr früh in solche Dinge eben hineinkommt. Denn die Zinserhöhung war ja zum Beispiel auch mitten des Tages, also die Ankündigung dazu. Und hier diese Gaps entstehen ja aufgrund von Nachrichten. Das heißt also, wenn ihr das ein bisschen miteinander kombiniert, dann wird das Trading viel, viel einfacher. Wann nimmst du Aktien von deiner Wunschlist wieder herunter, fragt Hubertus. Also dann, wenn grundsätzlich sich das Bild nicht mehr so ist, dass ich die Aktie entweder im Depot habe oder wenn ich der Meinung bin, dass ein Einstieg sich nicht mehr lohnt, um in diese Aktie hineinzugehen. Also im Regelfall immer dann, spätestens dann, wenn wir selber aus der Aktie entweder ausgestoppt wurden oder eben, wenn ich das Chance-Risiko-Verhältnis als nicht mehr angebracht sehe. So ist es auch mit meiner privaten Watchliste, dass ich immer schaue, wie sehen die Chance-Risiken aus in den einzelnen Trades. Wenn die noch gut sind, dann bleiben sie halt in der Watchlist drinne. So wie jetzt, wenn ich jetzt UBS nehme, würde ich halt sagen, ja, Chance-Risiko-Verhältnis ist sehr, sehr gut. Dann würde die Aktie halt drinnen bleiben, auch wenn ich sie jetzt vielleicht schon vor einer Woche aufgenommen hätte. Wenn das aber nicht mehr der Fall ist, dann nehme ich sie halt raus. Oder wenn meine Watchliste schon 10 Titel hat und ich finde jetzt aber noch 2 Aktien, die noch besser aussehen als das, was ich da drinnen habe aus alten Aktien, dann würde ich sie auch rausnehmen, weil meine Watchliste in der Regel ganz, ganz selten mehr als 10 Positionen umfasst. Okay, wenn ihr noch weitere Fragen habt, 5 Minuten hätten wir noch. Ist gerade aufgefallen, du hast Marktdatenanbieter gewechselt. Ja, tatsächlich. Ich habe den Marktdatenanbieter gewechselt. Das war auch nötig. Wir haben mit Teletrader in den letzten Wochen immer mal wieder, also eigentlich in den letzten Monaten immer öfter Probleme gehabt, dass wir immer eigentlich im Chart wieder auf Aktualisieren drücken mussten, weil die Daten nicht gepasst haben. Und dann kamen noch 2, 3 andere Dinge dazu, sodass wir jetzt dann tatsächlich gewechselt haben, weil es auch deutlich günstiger war, zumindest für das, was wir an Daten brauchen. Wir haben ja vorher schon viele 100 € im Monat bezahlt. Das ist auch der Unterschied, wenn man jetzt privat ist, dann ist es ja deutlich günstiger. Wir haben ja dann doch deutlich höhere Kurse, die wir bezahlen müssen. Das hat mich eigentlich auch nie geschreckt. Aber wenn dann die Leistung dahinter nicht mehr so 100-prozentig ist, dann das war einfach dann das Ding am Ende, dass wir gesagt haben, okay, dann nicht. Tradest du derzeit auch auf Stunde oder nur auf Tagesbasis wegen der großen Vola? Im Moment sind die meisten Trade tatsächlich, Markus, im Tageschart, die ich habe. Das liegt aber weniger an der Vola, die jetzt da ist, sondern daran, dass ich, wie gesagt, seit Ende November nicht aktiv im Handelsbüro war. Das ändert sich jetzt erst wieder in der kommenden Woche. Wie gesagt, wir haben Ende des Jahres immer bei uns Jahresbesprechungen, ganz viele Sachen, die dort anstehen. Ab Mitte Dezember fängt dann bei mir der Urlaub an. Dann war ich in Dubai eine ganze Zeit gewesen, beruflich dann in Spanien, wie gesagt, Coachings gehabt, hatten jetzt die große Veranstaltung in Düsseldorf mit über 300 Teilnehmern zum Millionendepot. Und jetzt diese Woche habe ich dann noch bis zum Wochenende kurz frei und dann werde ich, wenn jetzt nicht vorher eine Krise ausbricht, dann in der kommenden Woche wieder loslegen. Welchen Datenanbieter nutzt du? Lens und Partner ist es oder Taipan? Ich glaube, das ist beides dasselbe. Da haben wir jetzt den Datenanbieter da bekommen, beziehungsweise das hat der Udo für uns organisiert, der bei uns auch die ganzen Dinge um den Agena Trader eben macht. Spielt für dich News Trading im Minutenchart die Großwetterlage eine Rolle? Nein, jein. Also wenn ich News trade, eben gar nicht, dann ist mir die Großwetterlage vollkommen egal, weil die Großwetterlage eben eher Einfluss auf
Trades hat, die ich im Minutenchart mache. Wenn ich keine News habe, dann schaue ich natürlich schon drauf. Ich möchte natürlich nicht in einem Markt, der longlastig ist, unbedingt Short handeln. Aber wenn es um News geht, dann ist das eigentlich vollkommen egal. Wenn du auf Stunde handelst, bestimmst du den übergeordneten Trend aus dem Wochenchart? Nee, habe ich auch noch nie gemacht, Fabian. Weil wenn ich einen Tageschart aufhabe, ist das für mich eigentlich vollkommen ausreichend, weil wenn ich jetzt hier auf den Index gehe, sagen wir mal beim Nasdaq, wo wir ja vorhin waren, dass der Tageschart ist und ich mache es so, da brauche ich keinen Wochenchart. Da weiß ich, dass wir hier die ganze Zeit raufgelaufen sind, Trendbruch gehabt haben und ab hier, sprich ab Anfang Dezember war klar, keine Long Trades mehr im Nasdaq. Und somit habe ich auch in keiner dieser Aktien Geld verloren. Und das ist eben das Ding. Ich bin halt dann einfach raus aus dem Ganzen, was da ist. So, und dann würde ich sagen, nehmen wir noch GLPG. GLPG. So. Und hier kann man ganz gut sehen, dass die Aktien, warum ich eben Aktien halt mag, die schwach sind, weil die eben hier doch massiv mal schnell 50% und mehr verlieren. Das ist eigentlich der Grund, warum ich sowas eben sehr, sehr gerne handle. Jetzt hat die Aktie Stärke aufgebaut, hat hier auch ein relativ großes Gap hingelegt von mehr als 15%, kribbelt jetzt hier an der 200-Tage-Linie rum, würde ich die handeln wollen. Ich würde sie weder short handeln wollen an dieser Stelle noch long, weil für einen Long ist es mir hier zu früh, für einen Short zu stark. Da muss die Aktie jetzt einfach erstmal noch ein bisschen was bringen. Wie gesagt, ich bin jetzt auch eher neutral positioniert, was ich am Anfang die ersten 10 Minuten erklärt habe. Und die Aktie würde sicherlich nicht zu den Top 5 Aktien gehören, die ich gerne handeln möchte. Weil wenn ich 10 Aktien auf der Watchlist habe, dann habe ich halt 5 Long und 5 Shorts. Und dann sind es auch mit Abstand die besten 5 Aktien und mit Abstand die schwächsten 5 Aktien des Marktes, die ich dann in meiner Watchlist habe. Und alles andere, ehrlich gesagt, interessiert mich dann erstmal nicht, außer die entsprechenden News-Trades. So, und dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Kannst du noch etwas zur Jahresbetreuung sagen? Wie läuft das ab? Ab welcher Größenordnung sich das finanziell bewegt? Ist es sinnvoll, wenn man erstmal nur Tag-Stunde handeln will? Das ist immer sehr unterschiedlich, Markus. Also die meisten Trader tatsächlich, die bei uns in der Jahresausbildung sind, handeln tatsächlich Tag-Stunde, entwickeln dann das Day-Trading daraus. Gerade zum Beispiel die Silvia, die jetzt auch am Wochenende mit dabei war, die hat tatsächlich mit Investment angefangen, dann Tag-Stunde, hat dann mehrere Coaching-Tage bei uns hier im Handelsbüro gehabt, ist dann aufs Intraday-Trading gegangen, handelt jetzt im Prinzip alles, also sowohl Tag-Stunde als auch Intraday, wobei bei ihr auch der Fokus auf Tag-Stunde ist und dadurch dann eben auch so eine massive Performance gekommen. Im Moment ist es so, dass wir im Bereich der Jahresausbildung keine neuen Kunden gerade annehmen, weil wir einfach jetzt für Monate im Voraus ausgebucht sind und meine Zeit eben im Moment auch es nicht hergibt, weil wenn man das macht, dann muss man natürlich auch die Zeit haben, mit den Kunden das dann auch machen zu können. Einzelne Coaching-Tage sind natürlich möglich, aber auch da haben wir einen Vorlauf im Moment von mindestens 4 Monaten. Ich hatte gerade schon im Vorfeld kurz mit Nelson gesprochen, auch wegen dem Termin, wo wir uns mal treffen wollten. Auch da haben wir gesagt, dass es frühestens nach Ostern der Fall ist. Also wir haben schon in einem Moment einen enormen Vorlauf. Das liegt eben daran, dass wir auch sehr viele Kunden gerade im Investmentbereich haben und da sind wir wirklich für mindestens 3 bis 4 Monate im Voraus ausgebucht. Aber wenn du grundsätzliche Interesse hast, das zu vertiefen, weil du kennst dich ja mit Trading auch schon aus, dann sind es meistens dann tatsächlich ja vielleicht eher, dass man sagt, man braucht vielleicht ein paar halbe Tage vielleicht oder auch einzelne Stunden. Aber wie gesagt, im Moment nehmen wir gar keine Kunden gerade an, weil wir es zeitlich nicht hinbekommen. Was geht, ist natürlich Trade-Besprechungen, beispielsweise mit Kai. Das können wir natürlich auch dann auch gut anbieten, weil es auch am Ende des Tages für den Kunden dann auch deutlich günstiger ist. Okay, jetzt sind doch noch ein, zwei Fragen unten reingekommen. Dann nehme ich noch die letzte Aktie auch mit rein. Dann passt das, glaube ich, dann auch zeitlich. Das ist die SBLK. SBLK. Genau.
So, und ist auch so eine Aktie, wo man froh ist, wenn man nicht drin war die letzten Wochen und Monate. Es sei denn, man hat hier immer die Unterpunkte halt gut erwischt. Denn wenn man sich das hier anschaut, es war halt kein Spaß, die letzten Wochen und Monate in der Aktie zu sein. Wenn sie jetzt allerdings hier aus dem Ganzen nach oben ausbricht, dann ist es eben genauso wie vorhin auch schon gesagt, Clemens, dann ist natürlich eine Aktie, wo es auf jeden Fall Sinn machen könnte, da mit dabei zu sein, wenn es denn man sich neutral positioniert. Ich meine, man kann sich auch long positionieren in dem Markt, wenn man davon ausgeht, dass der Markt jetzt nur nach oben läuft. Aber wenn ihr mich fragt, also ich selber bin halt erstmal nur neutral, solange wir kein anderes Marktumfeld sehen als das, was wir momentan haben. Ja, dann freue ich mich sehr darüber, über die vielen Fragen, die von euch gekommen sind, auch so, dass wir doch einiges an Aktien auch besprechen konnten. Ich hoffe, ihr konntet viel für euch wieder für euren Handel mitnehmen. Wie gesagt, wenn ihr Lust und Zeit habt, dann seid gerne nächste Woche mit dabei, wenn wir Rendite Unlimited wieder an den Start gehen, und wünsche euch viel Erfolg bei dem Ganzen. Nelson, dich würde ich gleich gerne noch einmal kurz eine Minute anrufen, wenn das möglich ist. Oder du rufst mich gerade kurz an. Können wir auch gerade machen. Ich wollte noch eine Sache gerade kurz mit dir besprechen. Fiel mir gerade noch kurz ein. Ansonsten vielen Dank an euch alle, dass ihr mit dabei wart, und bis bald. Ja, super. Also ich schließe mich hier den Feedbacks im Chat an. War wieder super. Mir hat es wieder Spaß gemacht. Ich freue mich, dass die Reihe endlich wieder losgegangen ist in dem neuen Jahr. Und ich bedanke mich natürlich auch bei allen Teilnehmern fürs Live dabei sein, aber natürlich auch hier das aktive Mitmachen im Chat. So also macht es dem Mario natürlich auch mehr Spaß. Und ja, ich wünsche eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf. Und ich würde mich freuen, wenn Sie dann nächstes Mal wieder dabei sind. Also einen schönen Abend und bis zum nächsten. Bye bye. Bye bye.